Erinnern Sie sich noch an Ihren letzten Restaurantbesuch? Wetten, Sie haben an dem Abend mehr Geld ausgegeben, als Sie eigentlich wollten, ohne es zu merken. Warum das so ist, das zeigen wir Ihnen jetzt in unserem Five Secrets Restaurant. Restaurants haben viele Geheimnisse und kaum einer bemerkt sie. Die Speisekarte, das Platzangebot und wo wir letztlich im Restaurant sitzen. Alles kein Zufall. Galileo-Reporter Martin Dunkelmann trifft jemanden, der diese Tricks kennt. Andreas Bartelt ist Experte für Restaurantmarketing. Er berät Restaurants, wie sie ihren Umsatz steigern können. Das beginnt schon mit der Karte. Secret Nummer 1, der Kartentrick. Der ehemalige Restaurantbetreiber hat Martin Dunkelmann drei Speisekarten mitgebracht. Fällt Ihnen etwas auf? Zwei machen es richtig. Eine verspricht weniger Erfolg. Und das hat erstmal gar nichts mit dem Essen zu tun, sondern mit den Zahlen auf der Karte. Ach, was mir auffällt, hier gibt es zum Beispiel bei den Preisen, ne? Hier wird nicht hintergeschrieben, in was. Und wenn das nicht dabei ist, dann nimmt man den Preis wahr. Aber es bleibt alles beim Bauchgefühl. Sobald ich dieses Dollarzeichen oder Eurozeichen sehe oder das Wort Euro, spielt der Kopf mit und sagt, nee, vielleicht doch nicht, nehmen wir das günstigere Gericht. Guck mal hier, die 89, kein Problem, ist ja kein Eurozeichen dahinter. Ne? Genau. 89, bezahle ich. Weißt du? Ein weiterer Trick, die Preise nie exakt untereinander schreiben. Diese Karte macht es falsch. Warum? Oft bestellen wir instinktiv einfach das Billigste. Hier macht man uns das Rechnen leicht. Bei dieser Karte haben sich die Kosten besser versteckt. Preise vergleichen ist schwerer. Und es geht noch weiter. Es gibt da noch einen zusätzlichen Türöffner, der wird auch von einigen Gastronomen verwendet. Es ist ein Gericht, auf der Karte etwas günstiger anzubieten. Auf dieser Karte haben wir den Türöffner gefunden. Der Effekt? Bei einem ersten Blick auf die Karte hat der Gast das Gefühl, ach, hier ist es ja gar nicht so teuer. Diese Karte hat noch ein Geheimnis. Es hat mit diesem Mann zu tun. Er ist einer der Geschäftsführer. Ein Gericht ist nach ihm benannt. Nouriels Favorite Falafel. Seine Lieblingsfalafel. Durch diesen Hinweis wirkt das Gericht wie eine persönliche Empfehlung. Unter Freunden sozusagen. Ein beliebter Trick, um Gerichte besonders wirken zu lassen. Sein neues Wissen testet Martin in der Praxis. Was ihm sofort auffällt? Hier wird auch nicht angegeben, welche Währung, geschweige denn, worin überhaupt. Also nur Preise ohne Währungszeichen. Besonders schlau, die Preise sind blasser geschrieben als die Gerichte. Da hat der Finanzminister im Gehirn Pause. Martin ist so abgelenkt von der Karte, dass er nichts anderes bemerkt hat. Nämlich Secret Nummer 2, das Fenstergeheimnis. Wo man uns platziert, ist nämlich kein Zufall. Martin, fällt Ihnen noch was auf hier, wo wir sitzen? Die Sitzordnung, ne? Ja. Wenn ich ehrlich bin, ich merke nur, wir sitzen am Fenster, aber ansonsten... Fenster ist doch ein toller Platz. Und das ist auch bewusst gemacht worden wahrscheinlich, oder? Das ist bestimmt bewusst gemacht worden. Der Gastronom möchte auch gerne die Plätze am Fenster erstmal platzieren, sodass wenn Personen außen vorbeigehen, sehen, ah, das Restaurant ist belebt, da sind Gäste drin. Klar, das sieht besser aus als das. In extremerer Form war dies vor einiger Zeit ein echter Aufreger. Ich habe was gelesen. Zum selben Thema. Ich habe natürlich schon mal davon gehört, ne? Und hier gibt's sowas. Nur die Schönen sitzen am Fenster. So, in diesem Artikel geht es darum, dass manche Restaurantbetreiber ihre Gäste ganz bewusst ans Fenster setzen unter einer Voraussetzung. Die Gäste müssen schön sein. Schon was gehört davon? Ist das so? Wenn das für ein Lokal wichtig ist, ein Innenlokal, dann könnte man davon ausgehen, dass so die jungen Damen eher ans Fenster gesetzt werden als die älteren Herren. Siehst du, aber da haben die uns beide hier ganz bewusst hingesetzt. Finde ich eine gute Sache. Darf man das? Ist das erlaubt? Das ist legitim. Jeder Wirt, jeder Gastronom hat für seinen Betrieb, für sein Restaurant das Hausrecht. Ganz stark wird es praktiziert, oft an der Tür von Clubs. Auf unsere Nachfrage hat das kein Gastronom zugegeben. Aber achten Sie bei Ihrem nächsten Restaurantbesuch mal drauf, wer am Fenster sitzt. In der Sitzordnung steckt noch ein Geheimnis. Erkennen Sie, was hier passiert? Sie denken, dass den Tisch jemand reserviert hat? Hat da jetzt wirklich jemand reserviert? Was soll ich da sagen?
Erwischt. Secret Nummer 3, die Geisterreservierung. Die Tische sind in Wirklichkeit frei. Die Reservierungsschilder stelle ich deswegen hin, damit der Gast einen Eindruck bekommt, dass das Restaurant voll ist und sich wohlfühlt und nicht das Gefühl bekommt, dass er alleine hier im Restaurant ist. Anderer Vorteil? Der Gastwirt kann große Tische frei halten. Es wäre ärgerlich, wenn zwei Leute einen Sechsertisch blockieren und er eine große Gruppe abweisen muss, die mehr bestellen würde. Also lassen Sie sich in Zukunft nicht von einem Reserviertschildchen abschrecken. Secret Nummer 4, der Hungermacher. In der Fachsprache heißt er Amuse-Bouche oder Amuse-Gueule. Der kommt, nachdem wir schon bestellt haben. So, der Gruß aus der Küche. Ja. Da weiß ich was zu. Das ist doch mit Absicht meist ein Gericht oder ein kleines Gericht, was ein bisschen salzig ist, oder? Damit man mehr trinken bestellt. Probieren wir sie mal. Salzig? Nee. Hätte mich jetzt auch gewundert. Schauen wir mal dort nach, wo der Gruß aus der Küche herkommt. Salzt der Koch hier extra nach? Wir sehen nur Fisch, Salat und eine Gurkenscheibe. Das ist wirklich nur ein Klischee. Also ich habe es in 15 Jahren noch nicht einmal erlebt, dass Koch gesagt hat, mehr salzen, dass die Gäste mehr trinken. Das soll ja auch schmecken. Und? Das bestätigt auch unser Experte. Der kleine Appetithappen macht uns natürlich nicht satt. Im Gegenteil, er steigert unsere Lust auf mehr. Nach ein paar Happen ist der Teller leer und der Magen hat Zwangspause. Umso mehr bekommen wir Lust auf unser Essen. Und wenn dann endlich die Erlösung kommt, haben wir richtig Appetit und speichern das Gericht unbewusst positiv ab. Aber bevor wir essen können, müssen wir erst mal bestellen. Auch da haben Restaurants ein Geheimnis, mit dem der Gast besseres, aber auch teureres Essen bestellt, ohne dass er es merkt. Trick Nummer 5. Das teuerste bitte. Was jetzt kommt, ist für den Laien eine ganz normale Tagesempfehlung. Ich könnte Ihnen einmal das bayerische Rind empfehlen oder das US-Filet. Oh. Stopp. Wissen Sie schon, welches Gericht was kostet? Nein? Also nochmal. Ich könnte Ihnen einmal das bayerische Rind empfehlen oder das US-Filet. Oh. Das teuerste kam zuletzt. Praktisch. Leichter merken sich Gäste nämlich das letzte Gericht. Darum ist die Reihenfolge der Tagesempfehlung kein Zufall. Also, alles nur Tricks? Nein, die Restaurant-Secrets helfen dem Gastwirt nur, wenn das Essen auch gut schmeckt. Das merken sich die Gäste. Die werden niemals sagen, oh, das war sehr teuer. Die werden sich immer wieder daran erinnern, wie toll es in dem Restaurant war. Und darum geht es. Das ist ein guter Punkt. Der Gast soll am Ende gern ein bisschen mehr zahlen und wiederkommen. So kann ein Restaurant seinen Gewinn um bis zu 15% pro Monat steigern. Und der Gast hat eine gute Zeit. Win-win.